Klartextvortrag, die Wahrheit über Wahlen, Politiker, Demokratie, Staat und Bürger. Wir stellen also schon einmal fest, dass Demokratie grundsätzlich nicht auf große Strukturen angelegt sind, aber die Geschichtsbücher, die dienen letztendlich einem Zweck, den Machtsystemen die Grundlage zu bieten, die wir heute haben. Und das hat Karl Marx schon. Der macht Real Talk, der Jutze. Der hat gesagt, die herrschende Geschichtsschreibung ist die Geschichtsschreibung der Herrschenden. Steuern heißt es deshalb, weil damit die Menschen gesteuert werden. Denn wenn Sie dann wissen, was Nachrichten sind, Nachrichten kommt ja von Nachrichten, da wird etwas nachgerichtet. Geil, Digga, er ist da. Ich sehe den Untergang für jeden Staat kommen, wenn nicht die Gesetze den Herrscher bestimmen, sondern diese das Gesetz. Wir müssen lernen, dass wir unsere Stimme behalten und nicht abgeben sollten. Wir gehen in ein Wahllokal, da falten wir unsere Stimme und stecken sie in eine Wahlurne. Oh, Digga, in der Urne sind eigentlich Tote, oder? Wir leben in einer reinen dogmatischen Matrix, die man uns verkauft. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Ich küsse eure Zirbeldrüse, ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Und zwar gehen wir in ein Video rein. Es ist ein Vortrag, der schon ein bisschen älter ist. Das Video wurde hochgeladen vor 9 Jahren, aber ich glaube, der Vortrag ist sogar noch älter. Und zwar ein Vortrag von Andreas Popp. Klartextvortrag, die Wahrheit über Wahlen, Politiker, Demokratie, Staat und Bürger. Also das ist eine sehr interessante Geschichte, deswegen gehen wir da jetzt rein. Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Erster Link in der Beschreibung, Rumble. Wichtig und richtig, ich küsse euer Herz und los geht's. Heute ist, ich habe eine Präsentation mitgebracht, aber die geht nicht. So. Ich spule ein bisschen vor, weil da ist erstmal ein bisschen Intro. Und zwar um das Thema Kommunikation. Und das Thema Kommunikation, keine Angst, geht nicht um reine Kommunikation, sondern es geht um die Inhalte. Die Kommunikation macht vor allem nur dann Sinn, wenn wir wissen, worüber wir reden und auch alle die gleichen Vorstellungen von dem haben, was wir sagen und wovon wir reden. Es geht um das große Thema Begriffsbestimmungen. Leider ist dafür überhaupt keine Zeit mehr in der heutigen Zeit, weil wir ja wahnsinnig Ich schwör's dir. Wir werfen mit Begriffen um uns herum, sagen Dinge und wir wissen nicht mehr, was diese Sachen bedeuten. Hinter den fehlenden Zinsen herrennen müssen, die uns unser Finanzsystem beschert. Darüber spreche ich ja nun schon seit vielen Jahren, referiere schon seit vielen Jahren über diese Thematik. Und ich habe voll Freude festgestellt, es sind auch immer mehr Leute, die diesen Themen auch hinterhergehen und auch Love Gang ist da. Thesen folgen. Love Gang ist da, mein Jutz, da mach dir keine Sorgen. Andreas Popp, noch nie gehört. Es ist natürlich so, dass ich mich auch sehr oft geirrt habe in meinem Leben. Nicht privat meine ich jetzt, sondern vor allem eben halt in meinem Job, wo man bestimmte Dinge halt auch falsch einschätzt, weil man einfach neue Wissenssituationen dazu bekommt, die einen dann plötzlich das Weltbild wieder mal einschwenken lassen, wieder einbrechen lassen. Ja, das ist auch richtig so. Das gehört zum Menschsein dazu. Davor haben voll viele Leute heutzutage Angst, dass sie mal falsch liegen oder mal was sagen, was eventuell dann doch nicht so ist oder so. Aber das ist doch nicht schlimm. So, das ist ja menschlich. Wir sind alle so. Wir können ja nicht perfekt sein. So, wir können immer nur auf dem, was wir gerade am Wissensstand haben, basiert Dinge erzählen oder Entscheidungen treffen. Und manchmal liegen wir auch falsch. Und das ist auch nicht schlimm. Und ich möchte Ihnen aus meinem jetzigen Weltbild auch ein bisschen was erzählen. Aber mein Hauptthema soll sein, eins der ganz großen Dogmen einmal begriffsbestimmlich zu bewerten, wie ich es sehe nach meinen Forschungen. Und das ist das Thema Demokratie. Oh shit, Freunde. Demokratie, Digi. Demokratie ist ein hochspannender Begriff, weil jeder ist der Meinung, Demokratie ist gut, das Gegenteil ist Diktatur und Diktatur ist schlecht. Aber niemand weiß, was eigentlich Demokratie ist. Und bevor wir uns nicht in diese Scheiße, die übernehmen das einfach aus den Nachrichten und die haben schon immer gesagt, dass Demokratie gut ist und dass das Gegenteil nicht gut ist, deswegen ist Demokratie gut. Selbst hinterfragt haben, glaube ich, wenige den Begriff und was das eigentlich bedeutet. Reinarbeiten und darüber diskutieren, was das überhaupt ist, Demokratie, brauchen wir eigentlich gar nicht groß uns unterhalten. Hier handelt es sich um ein Dogma. Und ich möchte hier erst einmal kurz ein paar Dinge darstellen. Das Wort Demokratie setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Und ich musste hier in das alte... Der kann ruhig schreien, ich bin lauter. kein Problem. Echt kein Problem. Und es ist... Scream it in, man. In der Demokratie müssen wir bei dieser Thematik ins alte Griechenland zurück.
weil es gibt sonst keine begrifflich darüber. Wir müssen uns mit der etymologischen Bestimmung auseinandersetzen und wir müssen auch wirklich dann mal zurückgehen, woher kommen diese Begrifflichkeiten? Babylon. Os ist der erste Begriff. Ich muss es relativ kurz machen, weil meine Zeit ja nur relativ begrenzt ist. Demos heißt das Volk, sagen viele. So wird es auch unterrichtet. Für diejenigen, die wie ich mal das alte Altgriechisch noch gelernt haben in einem althumanistischen Gymnasium, also dieses berühmte Andreimo, Enepemusa, Polyktropon, Hosmala, Polla, da gibt es ja so einige, die kennen das. Demos heißt nicht das Volk, sondern Demos heißt das Dorf. Und das ist voll interessant. Ich liebe das, wenn man mir Begriffe erklärt. So, ich würde gern mal, also falls jemand bei YouTube gerade zuschaut und dazu ein Video hat, so, was diese ganzen Wörter angeht, so, dass man mal die Macht der Sprache ein bisschen lernt, da hätte ich extrem Bock drauf. Oder eventuell sogar ein Buch, ja. Gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben oder in den Discord reinschicken. Ich liebe euch. Küss eure Zirbeldrüse. Twitch natürlich ihr auch. Falls ihr irgendwelche Dinge dazu habt, dann in den Discord reinfetzen, weil ich finde das brutal interessant. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Also der Begriff Demokratie besteht aus zwei Begrifflichkeiten. Der erste Begriff ist Demos. Und der beschreibt schon einmal die Region, wo eine Demokratie, wenn überhaupt, nur gelten kann. Und das ist ein Dorf. Wir stellen also schon einmal fest, dass Demokratie grundsätzlich nicht auf große Strukturen angelegt sind, wie zum Beispiel Deutschland. Das geht sehr gut mit dem einher, was ich heute im Stream schon gesagt habe. Ich glaube, vor den ersten Reactions so. Dass ich auch denke, dass das beste System ist, wenn man kleine Communities, kleine Stämme, kleine Dörfer hat, wo man Entscheidungen trifft für das Dorf gemeinsam so. Weil sobald es zu groß wird, wie willst du dann noch die Meinung von allen damit rein involvieren, wenn es um irgendwelche großen Entscheidungen geht so. Und ich glaube auch, wenn ein Mensch oder eine Regierung oder so, so Macht hat über zu viele Menschen, dann nutzen diese extrem aus, so, weißt du? Und unsere heutige Demokratie, auch in Deutschland, so, das hat ja gar nichts mehr damit zu tun, was der einzelne Bürger eigentlich möchte oder was dem einzelnen Bürger eigentlich gut tun würde, so, weißt du? Und deswegen glaube ich auch nicht an die Demokratie, die wir leben in Deutschland zum Beispiel, weil für mich ist das keine richtige Demokratie gefühlt. Und er erklärt jetzt auch, warum. Und das finde ich geil. Feier ich. Und verschiedene Bundesländer oder als ziemliches Geschwür wäre zum Beispiel die EU zu nennen oder sonstige Dinge, die ganz deutlich gegen das Dorfsystem im Rahmen einer Demokratie schon mal verstoßen. Das zweite ist der Bereich Kraten. Und Kraten heißt herrschen. Herrschen ist, das muss man einfach mal, ich kann nicht so gut schreiben, ich kann besser malen. Ich bin Waldorfschüler, da kann man sogar seinen Namen tanzen. Es ist... Dance it in, bro. Auf jeden Fall so. Es ist so. Jetzt lachen Sie an einer völlig falschen Stelle, aber okay. Also herrschen heißt natürlich auch sich selbst beherrschen. Ein sich selbst beherrschendes Dorf. Das ist Demokratie. Demokratie ist ganz klar festgelegt im alten Griechenland. Eine dörfliche Struktur. Und diese Begrifflichkeiten möchte ich gerne mit Ihnen durchgehen, weil damit können Sie jeden mittleren Politiker, gut, das ist jetzt vielleicht auch sehr unfair, aber auch intelligente Leute an die Wand nageln. Ja, es ist logisch. Warum ich das sage mit dieser Provokanz, das beweise ich Ihnen auch, weil wir nicht in einer Demokratie leben, sondern etwas ganz anderem. Wir haben diese Systematik aus der alten Demokratie. Oben rechts steht Infokrieger News. Infowars, Digga. Bestimmt inspiriert von Alex Jones, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Für alle Leute, die gerade auf YouTube zuschauen, Alex Jones, Andrew Tate Interview, kann ich euch ans Herz legen, ist geil. Demokratie bestand aus drei Systemen. Das ist jetzt fast eine Vorlesung. Viele kennen mich auch aus Kanada. Ich unterrichte da unter anderem an einer Uni immer wieder mal in Vorträgen in Antigonish. Krass, Digga, was hat denn der studiert, Bro? Andreas Popp mit Doppel-P, sagst du? Ja. Wo steht denn die Fakultät hier? Lehrstuhl für deutsches und europäisches Straf- und Strafprozessrecht, IT-Strafrecht und Rechtsphilosophie. Aha. Interesting. Nova Scotia, du müsstest es eigentlich kennen, Andreas, ne? Da. Die DEME. Die DEME ist das erste Organ innerhalb einer Führungsstruktur eines Dorfes.
Dideme ist die Führungsriege, Führer genannt. Ich möchte mit unseren Begrifflichkeiten exakter umgehen. Führer, vorsichtig, vorsichtig. Weil ich rede von Führern, nicht von Verführern. Auch da wird permanent, auch in unserer gerade neueren Geschichte, sehr schlampig mit unseren Vokabeln umgegangen, weil wir die größten Verführer unserer Geschichte als Führer bezeichnen. Das an sich finde ich schon ziemlich absurd. Und ich möchte Sie bitten, sehr genau hinzuhören, weil sehr schnell radikale Tendenzen interpretiert werden, wenn einer das Wort Führer fehlerfrei aussprechen kann. Ja, so wie ich gerade. Weil Führer könnte ja auch was Sinnvolles sein im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. So, das ist Dideme. Dideme wurde nicht gewählt, sondern Dideme war eine aristokratische Führung. Eine Diktatur gewissermaßen, aber in einem Dorf. Und wenn eine Diktatur in einem Dorf ist, kann sie durchaus funktionieren, während eine Demokratie überregional gar nicht funktionieren kann, sondern immer in einer Tyrannei entartet. Aber auch da kommen wir gleich drauf. Ich will es nur schon mal vorweg sagen, in welche Richtung ich gehe. Ich bin bei der Analyse des Wortes, des Begriffes. Und ich finde es ganz wichtig, dass man sich auch mal wissenschaftlich mit bestimmten Themen auseinandersetzt und einfach mal eine Ableitung macht, damit, wenn wir in Zukunft von Demokratie reden, vielleicht einfach auch eine andere Vorstellung davon bekommen. Feier ich, Digga, feier ich. Genauso wie bei den Wörtern Nachrichten oder Unterhaltung, meine lieben Freunde. Einfach mal die Wörter auseinandernehmen so. Da kann man schon echt viel lernen. Dem ist also die Führung. Dann kommt als nächstes die Bürger. So, wir kennen die Bürger, den Begriff, und alle glauben in der heutigen Zeit, der Bürger, ja, das sind wir. Falsch. Der Bürger, falsch, echt, ja, war im alten Griechenland, gehörte zu einer speziellen Gruppe, zu einer privilegierten Gruppe. Das waren die sogenannten Senatoren. Das waren die sogenannten Abgeordneten. Das kennen wir noch in Bremen und in Hamburg, da kennen wir es noch. Da gibt es die Bürgerschaften. In der Bürgerschaft sitzt nicht der Pöbel. In der Bürgerschaft, da sitzen letztendlich... Oh shit, wir sind der Pöbel, Digi. Pöbel denn, man? ...endlich privilegierte Organe der Führungsstruktur, eine Art Kontrollorgan. Und jetzt kommt dazu als nächstes das Volk. Was ist denn das Volk? Aha, das sind wir. Falsch. Das Volk waren auch ausgesuchte Menschen im alten Griechenland, die demetreu und bürgertreu waren, die ethnisch immer zur selben Volksgruppe gehörten, ethnisch. Und das waren dann die Leute, denen man das Recht zugestand, Waffen zu tragen. Das war die spätere Armee. Das Volk war die Armee. So, und diese hier zusammen, die Deme, die Bürger und das Volk, haben von den Bewohnern eines Dorfes anteilig nicht mehr als 10% ausgemacht. Der Rest, das waren die 90%, die gehörten nicht zur Deme, sondern die Pöbel gehörten zum Idios. Idios ist auch ein griechisches Wort, woraus sich das Wort Idioten ableitet. Aus der heutigen Zeit. Ich glaube, der joke nicht mal, Digga. Idios ist im Prinzip letztendlich die Gruppierung, die man auch als Untertan oder als Sklaven bezeichnen kann. Nein, Sklave ist eigentlich ein falscher Begriff, weil im Rahmen einer vernünftigen Demokratie kann diese Struktur außerordentlich gut sein. Denn wenn hier ordentliche Führerpersönlichkeiten sind, eine ordentliche Struktur der Kontrollorgane und eine sauber strukturierte Armee, die das Interesse des Dorfes vertritt, dann können die Idios hier unten durchaus ein sehr komfortables Leben führen. Zumindest besteht eine gute Chance. Ein solches System ist ganz klar die Demokratie. Und diese Demokratie... Na, da merkt man aber, da hat der Einzelne nichts zu melden. So. Weißt du, viele Leute denken, dass Demokratie bedeutet, dass wir alle was mitzubestimmen haben. So. Aber hier siehst du ja, dass 90% in einer Demokratie eigentlich nichts zu melden haben und sich darauf verlassen müssen, dass die oberen Organe die richtigen Entscheidungen treffen. So. Und das ist eine Sache, so, wo ich nicht weiß, ob das wirklich funktioniert. Weil ja, ich bin schon der Meinung, dass es gewisse Strukturen geben muss irgendwo, dass es einen Stammesführer gibt und dass auch Leute gibt, die ihn beraten etc. Aber ich finde auch, dass bei vielen Entscheidungen oder bei manchen Entscheidungen auf jeden Fall auch das Volk, die Idioten mit einbezogen werden müssen, so, damit die auch ein bisschen wenigstens das Gefühl haben, dass die mit dabei sind. So, weißt du, wie ich meine? Ich weiß gar nicht, wie das Wort sein würde,
für ein System, wo jeder Einzelne bei gewissen Dingen auch was mitzuerzählen hat. So. Demokratie ist es auf jeden Fall nicht so, wie wir hier gerade gelernt haben. Natürlich niemals im Großen funktionieren, sondern nur im Kleinen. Wie kommt es denn, dass die größten Verbrecher in Bronze gegossen auf Marktplätzen stehen mit großen Gedenktafeln? Weil es gar keiner weiß, was sie getrieben haben. Und warum? Weil es unübersichtlich. Vor allen Dingen auch bei so einem, aber was ich sehe auch Vorteile, ne? Gerade wenn es so dorfmäßig gemacht wird, weil da hat man auch wirklich noch einen Bezug zu den Menschen. Und ich denke mal, die Leute, die entscheiden, haben auch einen Bezug zu den Menschen. So, weil einer hier gerade reingeschrieben hat, unser Skeptiker im Chat, der Arthur, das Volk wählt ja die Politiker, aber wir kennen die Politiker nicht. Die Politiker haben mit unserem Leben nichts zu tun. Die leben nicht ansatzweise so wie wir. Die haben keine Ahnung, was für uns gerade am besten wäre. Die entscheiden nicht nach dem Wohl von uns, sondern nach dem Wohl von sich selbst. So, die verdienen ihr Geld da, die kriegen viel zu viel Geld, auch meiner Meinung nach. Und deswegen... In so einem kleinen Dorf, da kennst du die Leute ja auch. Und dann wählst du Leute, die dir aus dem Herzen sprechen oder mit denen du vielleicht auch mal eine coole Konversation hattest, wo du merkst, ey krass, der hat wirklich das Interesse, dass es uns besser geht. So. Aber so, von sowas sind wir ja ganz weit weg, Digi. ...richtlich wurde. Weil wir nämlich diese Demokratie schon seit Jahrhunderten nicht mehr leben. Weil wir nämlich seit Jahrhunderten bereits in überdimensionalen Konstruktionen, in sogenannten Völkerwucherungen, die wir dann eben halt Staatengebilde nennen. Wir sprechen bei Deutschland zum Beispiel vom deutschen Volk. Es gibt kein deutsches Volk. Es gibt deutsche Völker. Es gibt Badener, es gibt Schwaben, Schleswiger und Holsteiner, Nordrheiner, aber auch Westfalen. Das ist uns abhandengekommen. Und diese natürlichen dörflichen Strukturen, die wir noch haben, das ist übrigens der Grund, warum wir uns, wenn wir uns gerade kennenlernen, siezen uns mit Sie. Wie geht es Ihnen? Was sagen Sie dazu? Warum siezen wir uns? Schwester, ich glaube, das wäre echt so, das wäre auf jeden Fall eine Sache, wo wir nach vorne kommen würden, wenn wir wieder so eine Strukturen hätten, wo wir in Communities leben. Wie ich es auch gesehen, Stämmen leben, in kleineren Strukturen leben. So. Das ist plural. Mehrzahl. Wenn ich Andreas Frühmark anspreche und ich sage, wie geht es Ihnen, dann sieze ich ihn deshalb, weil ich ihn als Repräsentant seines Dorfes sehe und er natürlich auch sein Dorf repräsentiert. Und deshalb spreche ich ihn mit Sie und mit Ihnen an. Das ist aus der alten Struktur noch übergeblieben. Das sind die dörflichen demokratischen Strukturen auch im alten Germanien. Krass, ne, Alter? Ich finde das interessant, Bro. Also so mies in dieser Recherche, was Demokratie, Völker und so angeht, also wo das herkommt und was das bedeutet, war ich noch nie. Ich halte das mal für ganz wichtig, diese Dinge auch mal auf den Punkt zu bringen. Die Problematik begann dann erst problematisch zu werden, als das große, alte, sogenannte antike Griechenland, Alexander der Große, im Rahmen seines Größenwahns, ob gut oder schlecht eben halt, versuchte, neue Gebiete zu erobern und annektieren. Das war schon längst nach Einsetzung des gnadenlosen Materialismus, der den Idealismus, der bis dahin galt, offensichtlich abgelöst hat. Zumindest in... Da hast du was gesagt, mein Jutzler, kurz mal im Nebensatz. Meine jetzigen Thesen, die ich habe. Ich habe übrigens kein Geschichtsbild, weil die offizielle Geschichte, die ich lese, die ist widerlegt. Die Geschichte, die ich habe, kann ich Ihnen nicht nennen. Ich kann nur anhand von Thesen und anhand meiner eigenen Erforschung mir Bilder machen, wie es gewesen sein könnte. Ich kann es aber nicht beweisen. Aber die Geschichtsbücher, die dienen letztendlich einem Zweck. Den Machtsystemen die Grundlage zu bieten, die wir heute haben. Und das hat Karl Marx schon. Der macht Real Talk, der Jutzte. Der hat gesagt, die herrschende Geschichtsschreibung ist die Geschichtsschreibung der Herrschenden. Die herrschende Geschichtsschreibung ist die Geschichtsschreibung der Herrschenden. So, der Sieger schreibt die Geschichte. Tief einfach. Und ich möchte das einfach nur mal hinterfragen dürfen, und zwar ganz sachlich und nüchtern. Und wenn wir sprechen vom alten Griechenland, dann können wir das Thema vergessen. Es gab kein altes Griechenland. Das ist eine Lüge. Es gab griechische Städte. Es gab Troja. Es gab Athen. Es gab Sparta. Es gab Theben. Die waren alle voll unterschiedlich, ne? Es gab kein antikes Griechenland. Aber wo Leute die geopolitischen Grenzen gezogen haben, die Städte, die dort alle drin sind, die nennen wir irrtümlicherweise antikes Griechenland, wobei das teilweise stark verfeindete Städte untereinander waren, wissen wir. Denn es ist tatsächlich nämlich immer auf dieser Ebene zurückzuführen. Das ist die sogenannte Demokratie. Deswegen gab es auch
Ich sag dir ehrlich, in solchen Strukturen, wie wir heute haben, da kannst du auch gar nicht mehr so eine heftigen Dichter und Denker und Philosophen geben, wie es damals gab. Weil auf dörflicher Ebene wird das auch viel mehr wertgeschätzt, weißt du, wenn da einer eine heftige Philosophie hat oder irgendwie ein krasser Typ ist oder was Heftiges erfunden hat. So. Heutzutage gehst du ja unter in diesen großen Strukturen, in denen wir leben. Da wird der Einzelne ja gar nicht mehr wertgeschätzt. Und wir sind auch voll materialistisch unterwegs, wie er das gut auf den Punkt gebracht hat. So. Kaum noch idealistisch. Wir hören den Menschen mit krassen Ideen gar nicht mehr zu. Die Menschen mit krassen Ideen sind heutzutage Querdenker. So, wenn du nicht folgst und dich bückst und den Scheiß repeatest, den die Nachrichten dir sagen, bist du ein Querdenker. Bist Verschwörungstheoretiker. So, wirst gecancelt. Weißt du, wie ich meine? Bei den Römern später nannte man das eben halt nicht mehr Deme, dann nannte man das eben halt Res Privata und Res Publica. So hat man letztendlich die Systeme damals genannt, als Unterdrückungssystem der Sklaven im Rahmen einer Res Publica, woraus das Wort Republik kommt. Ein Unterdrückungssystem quasi für Untertanen. Vielleicht mal ganz interessant, dass man so weiß, wo man so wohnt. Auf jeden Fall. Dachte, es könnte Sie interessieren. Paul, Bruder, ich bin da. Ja, das Spiel ist natürlich noch nicht zu Ende. Wir müssen auch einfach sehen, damals gab es natürlich auch kein öffentliches Recht, wie wir es heute kennen, sondern private Verträge. Es gab noch keinen Staat, der Gesetze gemacht hat. Übrigens, in dem Moment, wenn Regierungen Gesetze machen, die Gesetze, die verhindern ja nicht die Aggression, sondern sie schaffen ja erst welche. Und vor allen Dingen die Gesetze machen, die halten sich nicht an die Gesetze. Auch wieder so ein Ding. Mann, dieses System, was wir heute haben, das ist... Als gab es erst normale Verträge. Und die Verträge untereinander, auch wenn sie allgemein verbindlich waren, die dienten dazu, dass man sich vertrug. Vertrag kommt von vertragen. Und wenn man sich vertragen will, dann regelt man das über Verträge. Ich finde unsere deutsche Sprache wunderbar exakt. Ist krass, muss ich so sagen, wie es ist. Deutsche Sprache ist zwar schwere Sprache, aber schon eine heftige Sprache so. Also ich finde deutsche Sprache schon echt nice. So, ich drücke mich auch gerne in Deutsch aus, weil, keine Ahnung, wir haben Wörter für alles. Man kann sich in Deutsch echt sehr genau ausdrücken. Gab es natürlich auch kein öffentliches Recht im Sinne eines Staates, wie wir ihn heute kennen. Wo wir plötzlich in der Situation sind und sagen, es gibt da einen Staat, eine juristische Person. Das ist ja sowieso eine unserer größten Verwerfungen aus meiner Sicht, dass wir plötzlich mit juristischen Personen konfrontiert werden. Wie AGs, GmbHs oder auch Staaten. Das sind letztendlich sind das Personen, die keine Organe haben, keine Sinne, keine Intuition, nichts. Die werden per Eröffnungsbilanz einfach rücksichtslos ins Leben gerufen, ohne Herz und Seele und ohne jegliche ethische Moralvorstellung. Und unter diesen Pseudonymen lassen sich natürlich hervorragend diese Ausbeutungssysteme, wie wir sie heute vorfinden, regeln. Und die Leute, es gibt ja nun mal keinen Herrn Siemens mehr, sondern es ist die Siemens AG. Und der Vorstandsvorsitzende ist auch nur eine lustige Figur, die da untergeordnet ist und hat bestimmten Leuten zu... Feier ich den Vortrag gerade. Das nennt sich Aufsichtsrat, die wiederum anderen Leuten dienen. Es geht um Profitmaximierung, das ist unser Problem. Und auf den Universitäten, das wissen wir, das Erste, was wir lernen, ist dort, ja, Religion. Da wird dann also erst das erste Brett am Kopf genagelt, dann das zweite, dann das dritte und so weiter. Und wenn man dann fertig ist, dann ist man komplett, geht man als Holzkopf raus. Und wenn man Glück hat, kommt man wieder raus, indem man sich die Bretter wieder runterreißt und fängt an zu denken. Ja, es ist eine neue Erfahrung. Für viele eine ganz neue Erfahrung. Unterhalten Sie sich mal mit Bernd Senf, den ich sehr... Selbstdenker, gibt es die überhaupt noch bei uns, Digga? Weiß ich gar nicht. Worum geht es? Einfach zuhören, dann kriegst du... Also, Bro, weiß ich nicht. Hört man doch, um was es geht, oder? Und mit denen, die ich nicht sehr verehre. Kommst du als Holzkopf wieder raus, Digga? Das ist Schule gut beschrieben, Digi. Der hat das auch wunderbar... Der ist real, Digga, ich schwör's dir. Das ist von dem, was ich vorhin geredet habe, so. Schön kerniger Typ, der eine Meinung hat und der schön loslegt, weißt du, wie ich meine? Standen und auf den Punkt gebracht und viele andere auch. Das meine ich nicht als Angriff, überhaupt nicht. Ich möchte mal kurz die Grundlagen der Demokratie darstellen. Ich habe zwar jetzt nur hier mein weißes Ding, aber es macht ja nichts. Die Grundlagen, die für eine Demokratie wesentlich sind, zwingend vorgeschrieben sind im alten Griechenland. Das eine ist
Autonomia soll das heißen. Nomia. Das soll Autonomia heißen. Stellen Sie sich das vor, das heißt Autonomia. Autonomia. Skurro sagt gerade, naja, ohne die Schule könntest du den Chat nicht lesen und nicht einkaufen. Hä, was ist das für eine Aussage? Nur weil ich nicht in die Schule gehe, kann ich nichts lernen, oder was? Was ist, wenn ich mir alles autodidaktisch beibringe oder meine Eltern mir dabei helfen oder irgendwelche anderen Leute aus unserem Dorf, aus unserer Community? Du brauchst nicht Schule, um was zu lernen, mein Jutster. Das ist eine richtig blöde Aussage, die du gerade getroffen hast. Schule lernt man natürlich die Grundlagen und die Basics, heißt aber nicht, dass du sie nicht auch außerhalb der Schule lernen könntest. Wenn du gute Vorbilder, Mentoren, Eltern, Familie, Leute hast so in deiner Umgebung. Bro, Bruder, in der Antike, ne, wo die heftigen Philosophen hergekommen sind, da gab es auch keine Schule, da gab es Mentoren, da gab es Leute, die sich selber krasses Wissen angeeignet haben, die dann den Jüngeren dieses Wissen weitergegeben haben, so. Ne? Und die waren sehr intelligent, also würde ich mal die Aussage nochmal ein bisschen überdenken, wenn ich du wäre. Setzt sich aus zwei Wortbereichen zusammen, aus Auto, selbst und Nomos, Nom, das sind die Grundlagen des Rechtes. Das sind diese auf Krampf Skeptiker und Besserwisser hier, die teilweise immer reinkommen. So kann ich mir auch schon vorstellen, aus welchen Communities die kommen. Die wissen immer alles besser so. Ja, ohne Schule könntest du aber nicht das und das und das. Diese, das ist so eine typische Eigenschaft von Leuten im Internet auch, die nur kommentieren eigentlich und nicht selber irgendwas auf die Kette kriegen so. Sorry, wenn ich das so hart sagen muss an der Stelle, aber es ist einfach so. Mann, so eine Leute, da bin ich auch ein bisschen allergisch drauf. Man kann sagen, im Prinzip etymologisch, es handelt sich um eine sich selbst Beherrschung. Um eine Freiheit. Man ist also frei und selbstbeherrscht und unterliegt keinem Druck von außen. Man ist ein Autonomer. Ich fordere Sie auf, lassen Sie uns alle Autonome werden. Bitte verwechseln Sie das nicht. Danke. Das sind auch die gleichen Leute, die dann schreiben, andere Meinung ist also kritischer. Das hat nichts mit Meinung zu tun. Du hast einfach Scheiße erzählt. Das stimmt einfach nicht, was du sagst, weißt du? Du sagst, ohne Schule kann man nichts lernen. Ohne Schule könnte ich nicht lesen, den Chat. Und ohne Schule könnte ich nicht einkaufen gehen. Du denkst echt, dass Menschen ohne Schule einfach dumme Idioten wären und nichts sich beibringen könnten, weil sie nicht in der Schule waren. Stimmt nicht. Ich sag nicht, dass du in der Schule nicht einige Sachen lernst. Und es ist auch für mich persönlich, ich fand Schule nicht schlecht, so, weißt du? Die wesentlichen Dinge, die dir im Leben aber wirklich helfen, die lernst du da nicht. Die musst du dir im Anschluss selbst beibringen. So. Und ich bin überzeugt davon, dass die Dinge, die du, wenn du ein vernünftiger Mensch bist und einen gewissen Anspruch an dich selbst hast, die Dinge, die du danach lernst, viel wichtiger für dein Leben sind als die Dinge, die du in der Schule lernst. Was für mich gleichzeitig einschließt, dass ich die Dinge, die ich in der Schule lerne, auch außerhalb der Schule lernen könnte und parallel dazu noch Dinge lernen könnte, die mir wirklich was bringen und dass ich dann eventuell sogar intelligenter wäre als einer, der nur die Schule besucht hat, so. Und sich danach nichts mehr selbst beigebracht hat, weil er dann gedacht hat, ja, jetzt bin ich intelligent, ich habe meine Schule, mein Studium und ich bin jetzt intelligent. Und das war's jetzt. Weißt du, wie ich meine? Das bitte nicht mit den Steinewerfern in Kreuzberg. Das sind einfach nur Chaoten, die sich vielleicht nicht mehr gar nicht mehr zu wehren wissen. Ich will das nicht mal alles platt machen. Aufgrund der Perspektivlosigkeit, dass sie dann letztendlich dann nichts mehr anderes sehen. Aber Autonome hat nichts mit Steinewerfern in schwarzen Kapuzen zu tun, sondern Autonome sind Menschen, die über sich selbst beherrschen. Das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung. Das heißt, unter dem Unterpunkt Autonomia sind zum Beispiel Steuern verboten. Weil Steuern sind logischerweise Tributzahlungen oder Schutzgelderpressung. Oh shit. Und diese Schutzgelderpressung, die wir Steuern nennen, das wird ja alles mit aufgezeichnet, mein Ruf ist eh hin. wir nennen es Steuern. Steuern heißt es deshalb, weil damit die Menschen gesteuert werden. Das ist wesentlich. Daher kommen die. Bitte achten Sie mal auf unsere deutsche Sprache, die so wahnsinnig und schön exakt ist. Deshalb. Denn wenn Sie dann wissen, was Nachrichten sind, Nachrichten kommt ja von Nachrichten, da wird etwas nachgerichtet. Geil, Digga, er ist da. Damit wir uns danach richten. Es handelt sich um eine Propaganda. Die lachen, Digga, er sagt einfach die Wahrheit und die lachen erstmal. Aber dann denken die vielleicht nochmal drüber nach irgendwann. Und auch das ist wichtig. Also, Steuern sind verboten, weil es Tributzahlungen sind.
Ganz eindeutig. Das nächste ist Isonomia. Oh Gottes Willen, ich kriege das gar nicht hin hier, so ein N hier. Isonomia, das soll Isonomia heißen. Alle sind vor dem Recht gleich. Vor dem Recht, damit meinte man im alten Griechenland, die Hierarchie. Das ist das eigentliche Rechtssystem. Hieros, Archos. Hieros heißt heilig, Archos sind die Grundlagen des Rechts, die heiligen Gesetze der Natur zum Beispiel. Wilhelm Reich hat sie nachvollzogen. Aber auch die ganz normalen Dinge, die wir kennen, die auch die normalen Wissenschaftler nachvollziehen können, wie Photosynthese und so weiter, die jeder kennt. Hier geht es darum, alle müssen vor diesem großen Grundrecht, vor den Gesetzen der Natur gleich sein. Keiner darf gleicher sein. Also, was ich hier runter mache, ist verboten. Zum Beispiel Immunität. Immunität heißt, dass ein Politiker, zum Beispiel ein Abgeordneter aus sonst wo, hier besoffen drei Leute über den Haufen fahren kann, ist aber beispielsweise Botschafter, hat also ein CC-Kennzeichen, der darf von der Polizei hier nicht einmal festgenommen und gehalten werden, weil er ist immun. Verstoßt gegen das Gleichheitsprinzip. Ein ganz klares System, Gleichheit. Das nächste, was wir haben... Alles Dinge, die es bei uns nicht mehr gibt, ne? Natürlich auch. Denken Sie alleine an die Vergabe der Geldmengenrechte. Man hat einfach einer privaten Gruppe von Herren zugesagt, dass man sagt, ihr dürft in Zukunft die Welt regieren. Also diese sogenannten Zwangsmittel zur Zahlung drucken. Denn das ist ja das Entscheidende. Diese Zwangszahlungsmittel, diese Aufdrücken von Zwangszahlungsmitteln, die ist natürlich ziemlich heikel, ist das hier. Das verstößt ganz klar gegen das Gleichheitsprinzip. Das ist wichtig. Das, was wesentlich ist, ist die Regionalität. Regionalität, das heißt also Regionalität. Oh Gottes Willen, sehen Sie, ich bin gar nicht drauf, sonst hätte ich das vorher noch mal geübt. Regionalität, also es geht um das Dorf. Wissen Sie, wenn Sie eine Führungsstruktur in einem Dorf haben und Sie haben einen dabei, der ständig alle anderen über den Tisch zieht, das spricht sich rum. Hundertprozentig. Der ist ganz schnell weg. Es spricht sich aber nicht rum, was beispielsweise Herr Verheugen oder Oettinger oder unsere Volksvertreter dort alle so machen. Sonst wären die vielleicht auch schon weg. Und das ist eben halt das große Problem, was wir haben. Regionalität ist ganz wichtig. Das nächste, was wir haben, ist, die Gesetze müssen verteidigt sein. Das heißt, die Verträge untereinander. Gesetze. Die Gesetze dürfen nicht verändert werden. Das heißt, die Regierungen unterliegen den Gesetzen und nicht umgekehrt. Und Platon hat damals schon darauf hingewiesen, als alter Grieche, hat gesagt, ich sehe den Untergang für jeden Staat kommen, wenn nicht die Gesetze den Herrscher bestimmen, sondern diese das Gesetz. Und da sind Platon, Digga, OG. Wir heute. Man macht sich die Gesetze selbst. Man schreibt sich Verfassungen und die ändert man ab nach Belieben wie eine Hausordnung. Oh, ich glaube, ich muss hier in der Gegend bleiben. Das wäre Schwierigkeiten mit seiner Kamera. Das heißt, das ist ganz wichtig. Man macht sich die Gesetze selbst. Das heißt, hier befindet sich natürlich eine dramatische Situation. Und wenn man das Ganze noch verbindet mit dem Thema Staat, übrigens, die etymologische Wort von Staat kommt von Status. Status ist also ein Stand, eine Ist-Situation und die sollte beibehalten werden. Was meint man damit? Man meinte damit vermutlich die Macht, aber vermutlich auch die Vermögen. Das heißt, dieser Status der Umverteilungsmechanismen soll beibehalten werden. Der Begriff Staat in der jetzigen Form, wie wir ihn heute kennen, der ist übrigens erst im Mittelalter in Deutschland aufgetaucht. Findet sich übrigens auch im Altgriechischen, stammt unter anderem auch etymologisch aus dem Wort Stasis. Stasis ist ein griechisches Wort und beschreibt die Tyrannei, die auf großstrukturierten Demokratien beruhen müssen. Oh shit, Stasi it in, man. Weil Demokratien in großen Strukturen immer zur Tyrannei führen. Weil die Unübersichtlichkeit einfach nicht mehr da ist. Ach so, was noch ganz wichtig. Wie heißt das Wort, was er immer sagt? Etymologie oder so? Das ist das, die Erklärung der Wörter, ne? Wie heißt das nochmal? Etymologie oder was? Wichtig ist es auch in einer Demokratie ganz eindeutig, sind Wahlen verboten. Die Wahlen sind verboten.
Echt? Es gibt keine Wahlen in Demokratien, so wie es die alten Griechen. Und man hat das auch gewusst, warum. Es gibt die Gaußsche Normalverteilung aus der Mathematik, die kennen wir, das ist diese Glockenform. Und da wissen wir, dass wir 100% Menschen haben, ich mach's kurz, davon sind 90% nicht unbedingt in der Lage, die Zusammenhänge so zu erfassen, um nachhaltig wählen zu können. 90. Dann gibt's die Idioten. Komplette Vollpfosten. Und dann gibt's nur ein paar ganz wenige, die denken können. Die machen fast nur noch Promille aus der Bevölkerung. Und da entsteht das Problem. Wenn alle das Wahlrecht haben, dann wird das gewählt, was am meisten repräsentiert wird. Und das sind eben halt über 90% eben halt diese mehr ungewöhnlichen Menschen, die nicht unbedingt so, ja, wahlberechtigt sein dürften. Weil es gibt keine Wählerprüfung. Für jeden blöden Gabelstapler brauchen sie eine Prüfung, selbst wenn sie auf ihrem eigenen Betriebsgelände rumgurken. Aber es gibt keine Wählerprüfung. Haben Sie schon mal drüber nachgedacht, eine Wählerprüfung? Dann hätten wir, wenn 3% bis 5% der Bewohner zur Wahl gehen würden, hätten wir 100% wahlberechtigte Quote erreicht, glaube ich. Weil der Rest nicht dabei wäre. Einfach, weil er durch die Prüfung durchgerasselt ist. Das ist jetzt die Frage, Dicker, ob das so gut wäre, weißt du, wie ich meine? So, weil wie willst du denn Intelligenz auch messen, Digga? Wie willst du denn sagen, wer ein Idiot ist und wer nicht, weißt du? Das ist auch immer so eine Sache. Weil wir ja in unserer Welt leider immer sagen, ja, okay, der Typ, der studiert hat und der sich Wissen angeeignet hat auf irgendeine Art und Weise, der ist intelligent und der ist schlau und der ist krass, so, weißt du, wie ich meine? Weil der das Papier hochhalten kann und sagen kann, hier, guck mal, ich habe studiert, ich habe einen Doktortitel, ich habe dies und das. Aber da gibt es auch sehr viele Idioten, die einfach keinen Durchblick haben und nicht checken, was eigentlich passiert gerade so. Und sehr viel Folgen auch, weißt du? Deswegen ist es immer schwer, das zu beurteilen, wer ist intelligent und wer ist nicht, Digga. Weil jeder hat seine Stärken auf seiner eigenen Ebene so. Und ich glaube auch zum Beispiel ein Bauer oder so, der sein Leben lang auf dem Bauernhof arbeitet, hat viel über gewisse Dinge gelernt und von dem kann jeder auch was lernen. Auch ein Typ mit Doktortitel könnte von ihm was lernen, was er selber noch nie richtig durchdacht hat oder gelebt hat, so, weißt du? Ich glaube, Menschen mit viel Erfahrung sind auch sehr intelligent, meiner Meinung nach, die viel durchgemacht haben im Leben, die von Ort zu Ort gekommen sind, die in verschiedenen Orten auf der Welt waren, die sich mit vielen Menschen unterhalten haben, die neugierig sind und immer wieder neue Dinge dazulernen. So, du musst nicht unbedingt einen Doktortitel haben oder ein Studium abgeschlossen haben, damit du intelligent bist. Ich glaube, es gibt mehrere Wege, um intelligent zu sein. Ich hoffe, es fühlt sich keiner hier angesprochen. Wenn er sich angesprochen fühlt, dann meine ich ihn allerdings auch. Also das ist für mich schon sehr wichtig. Das heißt hier, und das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt. Der Arthur sagt gerade, IQ-Tests bewerten die Intelligenz unabhängig von der Bildung. Ja, safe, aber da wird auch nur IQ, also nur der Intelligenzquotient berechnet und nicht zum Beispiel der EQ, so, der emotionale Quotient, so, emotionale Intelligenz und sowas, weißt du, das gehört für mich auch dazu, so, wie bist du sozial, wie gehst du mit anderen Menschen um und so, das ist für mich, was Intelligenz angeht, auch extrem wichtig, so, weil du kannst nicht sagen, du bist intelligent, weil du einen heftigen IQ hast, aber du kannst null mit Menschen umgehen und kannst keine Ahnung, Alter, keine Menschen überzeugen oder, ja, bist sozial einfach nicht stark, sondern das ist auch wieder eine andere Geschichte. So. In Wahlen. So, gehen wir zurück zum Thema Staat. Ich kann jetzt leider nur so ein bisschen mischen. Ich habe ja nur hier so eine Stunde Zeit. Wenn Sie da mehr drüber wissen wollen, gehen Sie gerne auf unsere Seite und gucken mal nach. Ich habe da viel drüber gesagt, geschrieben und gemacht und rede auch viel und habe auch viele Vorträge. Auch feier ich, Digga. Guter Mann, Digga. Fühle ich bis soweit. Also, wer findet diesen Vortrag auch geil? Ich finde den Vortrag richtig geil. Ich wusste gar nicht, ob ich mir den zu Ende angucken wollte, aber ich glaube, ich ziehe den auf jeden Fall durch. Sehr, sehr interessant. Diesem Thema ist es jetzt einfach nur mal ein Punkt. In einer Stunde können Sie nicht mehr als irgendeinen Punkt mal rausgreifen und da mal rüber ein bisschen diskutieren. Ich halte das nur für wichtig, ist das. Haut mal was in den Chat rein, wenn ihr dabei seid, wenn ihr hier am Start seid und wenn ihr den Vortrag geil findet, mal eine Eins rein, Herz rein, irgendwas reinhauen. Ihnen alles so klar gewesen, was ich hier gerade so sage? Das ist nämlich, ich stelle das nämlich fest, weil das ist ein Wort, weil jeder sagt, also heute war ein guter Tag für die Demokratie, sagt Herr Westerwelle zum Beispiel irgendwann. Wobei, bei der letzten Wahl hat er wohl recht gehabt. Aber, und es ist so. Oh. Westerwelle-Zeiten noch, Alter. Guido it out, man. Also, nein, aber das, ich meine, wir müssen einfach, ja gut, das ist natürlich auch jetzt ein Extrembeispiel gewesen. Also die hatten ja. Was waren das denn für Zeiten, Digga, wo Westerwelle war? In den 90er irgendwann, oder? Oder schon 2000er?
Mann, Alter, ich bin auch schon so alt geworden. Für mich kommen 90er vor wie gestern, aber das ist auch schon wieder jetzt 30 Jahre her. Ich wusste nicht, dass sich der Finanztsunami nochmal durch ein Westerwelle übertünchen lässt. Okay. Andrew sagt Westerwelle, wer ist das denn, Digga? Du bist jung, Digga, ne? Kennst du die Markt noch, Diggi? 2013, krass, Alter. Kennst du die Mark noch, Andrew, Digga? Kennst du auch nicht eigentlich, ne? Von Erzählungen wahrscheinlich, aber hast du nicht gesehen, oder? Meine Ex-Freundin, das hat mich schockiert. Meine Ex-Freundin war auch 7 Jahre jünger als ich oder so. Und die wusste nicht, was Mark ist, Digga. Ich sag, ey, damals Markzeiten und so. Die sagt mir, was für Markzeiten, Alter? Ich sag, wir haben mal eine andere Währung in Deutschland gehabt, weißt du nicht? Und so, da kam ich mir alt vor. Da dachte ich mir, okay, shit. Granddaddy Eden Man, Alter. Eine Westerwelle. Auf jeden Fall. Nein, mein Thema ist, ich möchte gerne, dass wir logischerweise auch mal durchdenken, ob wir überhaupt in der Lage sind, tatsächlich die Zusammenhänge zu sehen und zu wählen. Und wenn wir jetzt noch sehen, dass wir einen Staat darüber haben, der, wie gesagt, der Status ist, den wir in diesen Worten finden wie Stasis, Statist, auch in dem Wort, die etymologische Wurzel, auch Metastase, ist übrigens auch ein... Etymologische... Boah, Digga. Wurzel. Etymologische... Was sagt der da? Wort des Staates. Das finde ich schon ganz beeindruckend, als ich das rausgefunden habe. Was ich hier so sage, das ist nicht so mal eben, das ist ja doch schon eine Menge Arbeit, die dahinter steckt, bis man das alles so zusammengewurstelt hat und zusammengetragen hat. Das klingt alles sehr sportlich und einfach, aber so ist es. Wer von euch kommt aus Marktzeiten, Dicker? Mal eins in den Chat. Marktzeiten drin, man, Alter. Telefonzelle telefonieren und jede Minute 20 Pfennig einwerfen. So. Eins in den Chat, wer aus Marktzeiten kommt, Digi. Die deutsche Marklanger. Dieser Tatsache, dass diese großen, unüberschaubaren Strukturen zur Tyrannei führen würden, das, was die Griechen Stasis nannten, war zum Beispiel in der amerikanischen Verfassung auch die Demokratie explizit verboten worden. Man hat in der Amerika... Sorry für die Unterbrechung, aber Andrew fragt gerade, wann der Euro rauskommt. Millennium, oder? 2000er so. Ich glaube, Millennium, ich weiß noch, wo wir reingefeiert haben. Das war auch krasses Silvester auf jeden Fall, 2000. 1999 auf 2000, Bro. Crazy. Und zudem, so ungefähr in der Zeit gab es diese Päckchen, wisst ihr noch? Man hat am Anfang erstmal diese Päckchen bekommen, wo du von jedem Ding eins hattest, so. 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro. Nicht 3 Euro, 1 Euro, 2 Euro, 50 Cent, dies, das, bla. Gab's diese Starter-Kits, Euro-Starter-Kit, weiß ich noch. Und das war schon in den 2000ern oder 2001, weiß ich nicht genau. Aber da gab's diese Starter-Kits. So. Und dann, das ging schnell, ne? Das ging so schnell an mir vorbei, weiß ich auch nicht. Ich kann mir gar nicht mehr daran erinnern, wie lange das gedauert hat, bis es nur noch Euro gab und so. Wie war das eigentlich? Es gab dann irgendeinen Tag, wo du dann nicht mehr mit Mark bezahlen konntest, ne? Das war krass und dann, und du hast auch sofort gemerkt, wie alles teurer geworden ist. Also 5 Euro waren dann nicht das doppelte Wert, obwohl es ja eigentlich den doppelten Wert hatte, wie 5 Mark. Aber es war nicht so. 5 Euro waren 5 Mark. Du hast, glaube ich, für 10 Euro, für 10 Mark hast du 5, wie war das nochmal, Digga? Für 10 Euro hast du 5 Mark bekommen oder so, ne? Andersrum. Für 10 Mark hast du 5 Euro bekommen oder so. Irgendwie sowas. Man musste das dann noch umwechseln und so, Digga, überleg mal, krass. Heftig. Das waren heftige Zeiten, yo. Ich versuche mich gerade daran zurück zu erinnern. Damals, überleg mal, 50 Mark, Bro. 50 Mark, das war richtig krass für mich damals. 50 Mark, Digi. Einfach 50 Mark, so ich so, oh, Digga, 50 Mark, da kann ich voll viel von kaufen und so. Mit 50 Euro konntest du einen Scheißdreck. Weißt du, was ich meine? Es hat Deutschland echt geschadet, meiner Meinung nach, vor allen Dingen der Bevölkerung. In der amerikanischen Verfassung reingeschrieben, dass eine Demokratie auf gar keinen Fall stattfinden darf, weil man wusste, wozu es führte. Und wer sich mit der amerikanischen Geschichte ein bisschen auskennt, der weiß, dass es damals die Hamiltons gab, die Alexander Hamiltons, die Familie, die unter anderem auch mit Jefferson und so weiter die Unabhängigkeitserklärung gemacht haben. Und
die waren dann auch der Meinung, nein, auf gar keinen Fall eine Demokratie im Rahmen der Vereinigten Staaten. Ich muss nochmal Stopp machen, weil ich bin gerade voll im Film drin. Das Ding ist ja auch, dass gerade Deutschland dadurch, dass gerade uns als Bevölkerung voll geschadet hat. So. Weil es gab auch Länder in Europa, die auf einmal für ihre Währung auf einmal viel mehr, also da war das Geld auf einmal wieder viel mehr wert, so, obwohl deren Währung eigentlich fast im Arsch war. Ne? Also uns Deutsche hat es am meisten kaputt gemacht, weil wir auch das mit der eines der erfolgreichsten Länder in Europa, wenn nicht sogar das erfolgreichste Land in Europa waren. Ne, da muss man mal drüber nachdenken, das ist schon krass. Andere Länder haben davon profitiert und wir mussten extrem darunter leiden. Von Amerika, weil das wäre ein Widerspruch an sich, weil Demokratie ja immer nur auf Dorfebene möglich ist. Anders ist es nicht möglich. Einer der ganz wesentlichen Faktoren ist, dass wir uns wieder auf die Regionalität konzentrieren. Nicht auf die Einzelversorgung, das brauchen wir nicht. Eine arbeitsteilige Wirtschaft, wo jeder für einen anderen arbeitet, weil er bestimmte Fähigkeiten und Talente hat, ist durchaus vernünftig, absolut vernünftig. Wir müssen nicht zurück in die Steinzeit. Aber Regionalität halte ich schon für sinnvoll. Das hat er damals gesagt, vor 10, 15 Jahren so, weißt du? Und ich bin heute noch der Meinung, dass es so ist, dass wir mehr zurück zu den Roots kommen sollten, mehr regional arbeiten sollten, in Communities arbeiten sollten und so. Und ich glaube, dann würde es uns allen besser gehen. Von Regionen, Nationen, wenn wir reden von international, inter heißt zwischen, inter-national heißt zwischen den einzelnen Nationen. Und das finde ich auch gut. Und nicht so international. Und keiner weiß so richtig, was es ist. Und das ist ein guter Tag für Demokratie und ein schlechter für die Diktatur. Das ist alles so schlicht. Wir gehen sehr schlampig mit den Worten um. Und dadurch können wir auch nicht sauber kommunizieren. Wir können uns da hinsetzen und können uns stundenlang unterhalten über gelbe Koalitionen oder grün oder rot oder Jamaika oder sonst was. Es hat sowieso jeder andere Vorstellung. Egal, was die für Verträge machen, Koalitionsvereinbarungen, die sind Schall und Rauch. Ja, und vor allen Dingen, die Sachen, die sie uns vorher versprochen haben, werden noch nicht eingehalten. Also macht es auch gar keinen Sinn, das ist so, kannst du diskutieren, wie viel du willst. Weil tatsächlich, die müssen ja auch, die können ja, weil jeder hat eine andere Vorstellung von dem, was er da sagt. Also müssten wir doch in irgendeiner Form auch anfangen, die Dinge mal zu hinterfragen. Alexander Hamilton wollte in den USA ursprünglich eine monarchische Struktur einführen, wieder einen König oder königähnlich. Das wollte Jefferson verhindern, weil ein König sehr oft auch schlecht sein kann. Nicht muss, aber kann. Und das Risiko ist zu hoch bei großen Strukturen, dass ein König ausbeutet. Bei einer Diktatur besteht aber zumindest die Chance, dass es auch gut ist. Das kann man bei einer Demokratie in großen Strukturen komplett immer ausschließen. Safe. So absurd das klingen mag. Nein, du machst Real Talk, Bro. Ich möchte das hier in dieser Klarheit auch einfach mal auf den Punkt bringen dürfen. Hast du recht, Digga. Und dann hat Jefferson versucht, dagegen anzugehen und hat gesagt, halt, wir müssen eine Monarchie in USA verhindern und wollte dann eine Demokratie. Andrew sagt gerade, wann war ein König gut? Ich glaube, wo die Strukturen noch kleiner waren, weißt du? Nicht dieser König, der über ein ganzes Reich entscheidet, so, sondern ein King in einem Dorf oder von einem Stamm oder so in Afrika oder was auch immer, Digga, weißt du? Kann, glaube ich, richtig positiv sein. Demokratie nach altem griechischen Muster, ich mache es jetzt sehr sportlich und sehr kurz, Historiker bitte ich um Nachsicht, weil es ein bisschen komplexer ist, und hat dann eine Partei gegründet, die Demokratische Republikanische Partei. Und jetzt kam das erste Mal der Begriff Partei ins Gespräch. Partei, Part, Part, lateinisch Teil. Eine Partei ist also eine Gruppierung, die einen Teil der Bewohner eines Staates frequentiert und die versucht hinter sich zu bekommen. Oh shit, man, Alter, auf die Sekunde 12 Uhr, Digi. Andrew, happy birthday, motherfuckers. Meine Freunde, Andrew aus dem Chat hat Geburtstag, Digi. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, lieber Kevin, happy birthday to you. Ich küsse deine Zirbeldrüse, Bruder. Mach Clip davon, lad hoch bei Instagram. Ich küsse dein Herz, Alter. Bester Mann. Einer der wahren Supporter hier auf dem Stream. Immer am Start, Digga. Jeder Stream. Ich liebe dich, Bro. Fühl dich gedrückt auf jeden Fall. Ich wünsche dir ein stabiles Jahr. So, nächstes stabiles Lebensjahr. Bro, du hast einiges vor dir. Bin ich mir sicher. Ja, Mann. Fühl dich gedrückt von mir auf jeden Fall. Wenn du irgendwas brauchst, sag Bescheid. Gang.
immer zielgruppenorientiert, weil sie nur einen Part, wie der Name schon sagt, anspricht. Da das Gemeinwohl aber unparteiisch ist, kann keine Partei für sich jemals sagen, dass sie fürs Gemeinwohl zuständig ist. Der lügt schon vom Wort her an sich. Das finde ich sehr wichtig, dass man das weiß. Eine Partei kann niemals das Gemeinwohl ansprechen, weil das Gemeinwohl oder Commonwealth ist unparteiisch. Und nun kam Jefferson eben halt mit seinen Parteispielchen rein. Er wollte aber was anderes. Jefferson wollte offensichtlich nach heutigem Kenntnisstand die dörflichen handwerklichen Strukturen in sich geschlossen autark halten, die tatsächlich national arbeiten. Und aus diesem Grunde wollten sie diese Vereinigten Staaten von Amerika als eine Art Föderation, als Art Kommunikationsplattform aus Washington rüberziehen. Es ist nicht vollständig, aber zumindest eine grobe Richtung. Und deshalb hat man auch einen Wahlmann bestimmt in dem Dorf, woraus heute noch die Wahlmänner kommen. Die wurden nicht gewählt, sondern das waren damals die Menschen, die Führer eines Dorfes, auf die sich die Dorfbewohner geeinigt hatten. Der war der Wahlmann. Und der durfte dann mit seiner beschriebenen Kompetenz, die ihm das Volk ja attestierte oder die Menschen attestierten in dem Dorf, der durfte dann nach Washington gehen und hat dann eben halt die eigentliche Wahl durchgeführt. Wobei gibt's immer noch, ne, diese Struktur mit den Wahlmännern in den USAs. In den USAs, Mann. In United States of a motherfucking America. Aus Jeffersons Idealen heraus gar nicht vorgesehen war, dass Washington überhaupt eine richtige Macht bekommt, sondern mehr so eine Art Kommunikationsplattform für alle Dörfer untereinander ist. Ich will's mal so einfach runterbrechen. So, ja, und dann ging es natürlich richtig zur Sache. Dann wurde aus dieser Struktur, die heraus resultierte, um Hamiltons Monarchiebestrebungen zu verhindern, wurde plötzlich das Wahlrecht eingeführt. Und da gab es Andrew Jackson. Andrew Jackson, amerikanischer Präsident, Anfang des 20. Jahrhunderts, führte in den USA nun plötzlich etwas völlig Undemokratisches ein, Wahlen. Weil Wahlen, wie gesagt, in Demokratien verboten sind. Weil eben halt gar nicht jeder wahlberechtigt sein kann, weil er das Zeug nicht dazu hat. Das geht nicht. Das ist nicht böse gemeint, sondern faktisch völlig normal. Wenn wir in Regionen wieder wären, mit dörflichen Strukturen, mit Familien und mit Sippen. Eine Sippe ist letztendlich eine weitergefasste größere Familie, die außerordentlich wichtig ist. Und was haben wir mit dem Wort Sippe gemacht? Na, das ist vielleicht so eine Sippe. Wie mit den voll. Autonomen. Die wichtigen Begrifflichkeiten, genauso wie mit dem Wort Großfamilie, werden bewusst falsch eingesetzt. Dafür werden zigtausende, hunderttausende von Experten eingesetzt, von den Manipulatoren unseres Gesamtsystems, die uns letztendlich in die Propaganda hier reinsteuern sollen, die wir Nachrichten nennen. Oder jetzt nennt man sie meistens News, dann kann es keiner mehr verstehen, was das ist. Geiler Typ. Ey, das ist so krass, ne? Die versuchen uns halt von diesem Stammesdenken und von diesem Sippendenken, Familiendenken wegzubekommen, sodass wir egoistisch immer nur für uns, ich, die versuchen uns zu trennen von dieser Struktur, die wir eigentlich als Menschen anstreben, automatisch. Weißt du, was ich meine? Weil wir einfach uns immer gerne zu einer Community zuordnen und mit mehreren und mit Sippen, mit Stämmen gern. Also wir Menschen brauchen das eigentlich so, weißt du? Und wenn wir das hätten, dann könnte man uns halt auch nicht so leicht kontrollieren, weil wir halt unseren Halt in unserem Stamm finden und in unserer Familie finden und in diesen ganzen Sachen und dann auch eventuell bei ein paar Sachen einfach nicht mitmachen. So. Ich glaube, wenn wir noch mehr in diese Richtung leben würden, dann hätten wir auch nicht uns verarschen lassen und eine Maske getragen. So, weißt du, was ich meine? Das hätte nicht so gut funktioniert. Wie wenn man uns so trennt und dass wir alle nur noch für uns denken und so und dann unsicher sind so. Dann Nachrichten gucken, damit wir uns danach richten und dann direkt das auch tun. Als wenn wir das im Stamm diskutieren würden mit ein paar Menschen so. Und in jedem Stamm wird es einen Lovelock oder einen Kianosch oder so geben, der sagt, ey, das ist ein Scam, überleg mal. So. Weißt du, was ich meine? Begrifflichkeiten sind falsch. Denken wir mal an Kinderarmut. Bei Kinderarmut stellt sich fast jeder vor, da geht es um Kinder, die sitzen an einem Tisch in so einer öffentlichen Tafel und müssen gespeist werden. Das ist furchtbar in unserer Zeit, dass es so etwas überhaupt gibt, bei dem Reichtum, den wir haben. So, ist das aber wirklich Kinderarmut? Wird mit dem Begriff Kinderarmut da nicht etwas getan, dass man ein wichtiges Wort wie Kinderarmut vergewaltigt für einen völlig falschen Zweck?
Denn Kinderarmut ist, dass wir zu wenig Kinder haben. Weil Kinder ein Armutsfaktor schon für die Eltern sind, woraus übrigens die armen Kinder schon resultieren. Ein Kind als Kinderarmut zu bezeichnen, ist an sich schon absurd. Da wird das Kind im Prinzip schon als Wirtschaftsfaktor bezeichnet, was arm ist. Ja, das ist schon das Kind armer Eltern. Das Wort ist falsch eingesetzt, denn die Gegenvokabel von Kinderarmut ist ja Kinderreichtum. Da denkt aber keiner an Kinder, die jeden Morgen mit dem Ferrari zur Schule gebracht werden. Ja, denken Sie mal darüber nach, was hier bewusst gesteuert wird. Ey, krass, Digi, ich schwör's dir. Vor allen Dingen... Was hier bewusst gesteuert wird. So, und jetzt kommt was ganz Tolles. Bitte. Bitte. Zum Beispiel Afghanistan, diese Stammesstrukturen, die die haben. Ja. Ist das eigentlich Demokratie? Ja, klar ist das Demokratie. Klar, logisch ist das Demokratie. Natürlich. Fragen, ja, Sie können aber gerne noch was raushauen jetzt, wenn es so brennt. Also in dem Buch Die Apotheke Manitus, da geht es auch um indianische Demokratie. Und da steht, dass Benjamin Franklin den Ehrgeiz hatte, die Irokesen zu übertreffen, die auch so eine ähnliche Struktur hat, aber nur dörfliche Konsensdemokratie. Mhm. Und dass die amerikanische Verfassung irgendwie Kompromiss gewesen wäre zwischen Anarchisten, ja, und zwischen Franklin. So ist es. Ich kenne die Geschichte der Cherokesen gut, weil die haben ja das System nachher besser angenommen als die Amerikaner, deshalb wurden sie nachher verbannt. Ich kenne die Geschichte. Krass. Das ist ja das interessant, ja, die haben das nämlich geschnallt, die waren nämlich nicht doof. Ich wohne ja in Kanada, wie viele von Ihnen wissen, und ich lebe an der Ostküste Kanadas, in Neuschottland, Nova Scotia, auf einer kleinen Insel namens Cape Breton, und das ist eine wunderbare Ecke, und da habe ich sehr viel mit Indianern zu tun, und da lernt man erstmal richtig, da kriegt man die Rübe erstmal frei. Das ist wirklich so, als ob sie wirklich so eine Pulle mal rohrfrei saufen, und dann wissen sie... Ich finde den Typ voll geil, Digga, das ist so ein Typ, mit dem würde ich gerne einfach einen Abend lang einfach quatschen so. Was? Dann kriegst du die Rübe erstmal frei, mein Jutzer. Ah, noch plötzlich. Rübe frei, man, Alter. Alles, was da noch drin ist in der Rübe, völlig verschüttet. Aber das dauert eben halt ein bisschen. Ich war viele Jahre lang Manager einer Unternehmensgruppe und ich weiß, was das heißt. Ich habe die Spiele alle mitgespielt und ich habe nichts ausgelassen, um mich lächerlich zu machen in meinem Leben, glauben Sie es mir. Aber nichtsdestotrotz ist es sinnvoll, dass man auch daraus lernt. Das ist ja ein ganz wesentlicher Fakt. Zurück zur Geschichte mit den Wahlen. Voll der sympathische Dude, ja. Mit dem amerikanischen Wahlrecht, das waren am Anfang übrigens nur Männer, die wählen durften, da war es so, es hätte aber nichts gebracht, weil Frauen sich da nicht so wahnsinnig unterscheiden an der Kante, auch was die Fähigkeit zum Wahlen im Rahmen dieser Systeme anbelangt, weil Frauen ja über eine sehr hohe emotionale Intelligenz verfügen und Männer eben halt war eine Richtig. Andere Form der Intelligenz. Und das ist das große Problem. Deshalb habe ich auch so ein Problem mit dieser Gleichmachung von Mann und Frau. Boah, Digga, der ist ja auf allen Ebenen ist der da, der Dicker, der Jutzte. Auf allen Ebenen mehr oder weniger meiner Meinung. Feier ich, ey. Gab's schon Red Pill in Deutschland vor 10 Jahren, Alter. So eine Leute, warum hauen die nach Kanada ab? Weißt du, was ich meine? Traurig. Sowas bräuchten wir viel mehr in Deutschland. Deshalb werden die Frauen auch unterdrückt, nicht weil sie schwächer sind, sondern weil sie einfach ethisch reifer sind. Das ist das große Problem. Männer sind halt plump und da geht die Gewalt siegt. Das ist das Problem. Ich kann es ja zugeben, ich bin selbst Testosteronträger oder zumindest gewesen jahrelang. Ja. Ich muss sie jetzt wenigstens wach halten nach dem Essen. Genau. Auf jeden Fall. Genau. Okay, auf jeden Fall freue ich mich, dass nicht so viele einschlafen. Es ist, den anderen sagen Sie bitte, was Sie versäumt haben. Auf jeden Fall. Ist voll spannend auch so, da kannst du gar nicht einpennen. Der macht es auch echt gut mit den Vorträgen, ne? Es gibt halt Leute, die halten Vorträge mit interessanten Themen, aber die können es nicht so geil rüberbringen. Er ist halt auch ein Entertainer-Dude so ein bisschen. Nein. Und jetzt kam die sogenannte, was jetzt wirklich kam, und das ist die Einführung mit den Wahlen, die Ochlokratie. Ochlokratie ist, Ochlo heißt übrigens Pöbel, das ist die Pöbelherrschaft. Weil jetzt jeder Vollpfosten eben halt wählen darf. Und jetzt beginnt natürlich das Problem für die Regierenden, sie wollen wiedergewählt werden. Was sind denn die logischen Konsequenzen, wenn sie gerne ihren Job behalten möchten, als Regierender Nichtsnutz? Dann erzählst du das, was die Nichtsnutze, die Idioten in der Gesellschaft hören wollen, damit sie dich wieder wählen und dann kommst du ins Amt und dann machst du einfach genau das Gegenteil. Dann fangen sie doch an und versuchen sich erstmal Leute gefügig zu machen, zu kaufen. Das Erste, was sie machen, sie stocken den Beamtenapparat auf. Denn die sind schon mal abhängig. Dann versuchen sie immer mehr Leute in die Abhängigkeit zu bringen. Durch Schmieren, durch Korruption, was auch immer. Das ist der entscheidende Punkt. Sehen wir uns mal die heutige Situation an.
Wir haben über 50%. Jorinde sagt, ja klar, solche werden immer abhauen aus DE. Ja, ja, ich weiß. Das ist ja das Traurige daran so. Dass wir diese Leute nicht mehr halten können, weißt du? Und dass es auch immer schlimmer wird. Ich glaube, Corona zum Beispiel haben sich auch sehr, sehr viele verabschiedet. Und wenn du guckst, auch sehr viele Leute, die alternative Kanäle machen oder alternative Dinge, so wie ich auch zum Beispiel, sind im Ausland unterwegs. Die meisten sind nicht mehr in Deutschland. Und hat viel mit Corona auch zu tun. Und ich glaube, halt, ja, diese Leute, die halt auch frei reden, die wollen auch frei sein. Die wollen frei denken können, die wollen sich frei ausleben können. Die wollen nicht so gefangen sein. Und Deutschland ist schon so ein kleiner Knast, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. ...der deutschen Bevölkerung sind entweder Beamte im öffentlichen Dienst, von Sozialleistungen abhängig, in welcher Form auch immer, Umschulung oder was auch immer, Hartz IV. Und viele Unternehmer, die von Staatsaufträgen leben. Wissen Sie, das Problem ist, die sind also von den Regierungen abhängig. Wenn jetzt 60% der Bevölkerung wählen gehen und 50%, und die gehen wahrscheinlich alle zum Wählen, weil sie alle abhängig sind davon, im Prinzip schon abhängig sind, dann ist das Kontrollorgan kein Kontrollorgan mehr, nämlich die Wähler, weil nämlich die Regierungen von ihren abhängig Beschäftigten gewählt werden. Es findet keine Kontrolle mehr statt. Und hier ist der Beweis schon erbracht für eine Tyrannei. Wissen Sie, es gibt zum Beispiel die... Ich glaube, das mit dem Wählen, da bin ich nicht genau seiner Meinung so. Weiß ich nicht. Da jetzt festzustellen, wer ist intelligent genug oder wer hat das Zeug zu wählen und wer nicht, schwierig zu beurteilen erstens. Und zweitens, wen wählst du da? Es gibt doch gar keinen, den du wählen kannst, der wirklich was verändern kann. Das ganze System ist im Arsch. Wie er vorher auch gesagt hat, es gibt keine Demokratie, keine wirkliche Demokratie. Und deswegen ist es so, das ist ein Schritt weiter dann mit den Wahlen und da... macht gar keinen richtigen Unterschied mehr, habe ich das Gefühl so, weißt du? Frage und es kommt, wen du da wählst. Die Ökonomie rein, weil natürlich im Rahmen dieser Ochlokratie das Finanzsystem übernommen hat, die gesamte Regierung und die Regierungen mittlerweile die Handlanger sind, zum Beispiel der Banken. Wir wissen alle hier in diesem Raum, denke ich, dass Banken Geld aus dem Nichts schöpfen. Und letztlich diese Gesetze, die die Regierungen machen, dass diese Gesetze von den Machtinhabern, sprich der Finanzen, der Banken, initiiert werden, inszeniert werden. Über Lobbyarbeit, safe. Nicht nur die Banken, sondern auch die Leute, die Industrien halt, diese Riesenindustrie, Industriezweige, die entscheiden. Die geben teilweise Gesetzesentwürfe direkt an den Bundestag, die dann beschlossen werden, ohne Umwege. Die Volksvertreter machen nicht unsere Gesetze. Das machen die Nutznießer davon. Das kann man durchaus als mafiöse Strukturen bezeichnen. Das möchte ich einfach so sagen. Und so. Und was mir wesentlich ist, ist eigentlich... Wir tun jetzt so, als ob wir im Publikum sitzen, Freunde. Ich hoffe, ihr habt geklatscht zu Hause. Eines, wir müssen lernen, wirklich wieder autonom und autark zu sein. Wir müssen lernen, dass wir unsere Stimme behalten und nicht abgeben sollten. So wie wir alle. Wir müssen lernen, dass wir unsere Stimme behalten und nicht abgeben sollten, Dicker. Zitat. 4 Jahre aufgerufen. Wir sagen es ja sogar noch. Wir geben unsere Stimme ab. Ja. Ich behalte meine lieber, auch um sie zu erheben. Wie jetzt. Wir gehen in ein Wahllokal. Lokal, das ist interessant. Da falten wir unsere Stimme und stecken sie in eine Wahlurne. Und eine... Oh, Digga, in der Urne sind eigentlich Tote, oder? Und eine Urne ist ein Aufbewahrungsgefäß von sterblichen Überresten. Können Sie bei Wikipedia nachlesen. Und da gibst du deine Stimme ab und die stirbt dann, Digga. Was für eine krasse Analogie, Bro. Noch nie, so habe ich noch nie gedacht. Weißt du, wie man so jemanden nennt? Ein Querdenker. Stimme für 4 Jahre. Wenn wir nicht lernen, wirklich uns wieder auf uns selbst zu besinnen, Autarkie und Autonomie wieder in Gang zu setzen, dann wird das nichts mehr. Das sage ich Ihnen ganz offen und ganz ehrlich. Es geht nicht darum auch, dass wir sagen, was darf jetzt nicht sein oder was. Wir wissen auch alle, was wir nicht wollen. Mir ist viel zu kritisch mittlerweile die Problematik. Jeder weiß, was er nicht will. Wer weiß eigentlich, was er will? Wo ist der Plan B? Was ist denn 89? Das Schlimmste, was den Leipzig... Digga, was für ein OG, Bro. Ich schwör's dir, Professor Dr. Andreas Popp, Digga, Fachbereich Rechtswissenschaften.
E-Mail schreiben. Jetzt arbeitet der da noch, Digga? Das werden wir versuchen. Also da werde ich definitiv mal eine E-Mail hinschreiben. Lang nicht mehr so eine Resonanz mit jemandem gehabt. Ja, Volksaufständlern damals passierte, war, dass die DDR zusammengebrochen ist. Damit war ihr Auftrag erfüllt und keiner wusste mehr so. Jetzt ist sie weg und jetzt? Und dann kamen dieselben Machtinhaber und haben das System wieder aufgebaut, die auch vorher schon die DDR gesteuert hatten. Auch vor der Gründung der Sowjetunion und so weiter. Geschichtlich versierte wissen, worauf ich anspiele. Und das ist für mich ganz wichtig. Wir leben in einer reinen dogmatischen Matrix, die man uns verkauft. Und jetzt hat er noch das Wort Matrix gedroppt, Bro. Hey, Digga, was geht, Alter? Das ist Top G, Mann, Bro. Vor 10 Jahren, weißt du, wie ich meine? Wir haben auch einen Top G in Deutschland mal gehabt. Krass. Wir uns davon nicht lösen, haben wir große Schwierigkeiten. Und wenn Sie jetzt glauben, ich verliere den Boden unter den Füßen, das kennen Sie von mir, wenn Sie meine Videos gesehen haben oder meine Auftritte mal, dann freuen Sie sich darüber. Den Boden unter den Füßen zu verlieren, ist das Beste, was Ihnen passieren kann. Wissen Sie, wenn Sie auf dem Boden fest verankert stehen und Sie drehen sich immer nur im Kreis, dann sehen Sie nur Bäume, Bäume, Bäume. Das ist unsere Ochlokratie, die ist darauf ausgelegt. Wenn Sie den Überblick haben wollen, müssen Sie in die Vogelperspektive. Sie müssen dazu aber erst den Boden unter den Füßen verlieren. Genießen Sie diese Flüge. Ein Absturz ist gar nicht möglich. Sie lernen dann nur eins. Sie lernen plötzlich Eigenverantwortlichkeit. Sie haben keinen mehr, dem Sie das abschieben können. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das lernt man übrigens, wenn man frei in der Natur ist. Wir haben uns völlig, völlig getrennt von der Natur. Ich wohne ja, wie gesagt, in Kanada, mitten in einem Urwald, mit einem Fluss vorbei und so weiter. Ja, ich finde das so faszinierend. Er sagt einfach alles, was ich fühle. Der hat bis jetzt jedes Thema angerissen, was mich gerade sehr krass beschäftigt. Schon seit Jahren teilweise so. Jedes Thema hat er in diesem 45-Minuten-Vortrag angesprochen, wo ich fast bei allen Themen die gleichen Dinge fühle so. Was läuft, Bro? Was läuft, Bro? Was geht ab, Alter? Auch meine Aufsätze schreibe und meine wissenschaftlichen Arbeiten wirklich auch definiere, wo ich wirklich mich auch dann hinsetze und mich mit so einem Blödsinn wie einem Wort wie Demokratie über. Leon, Gesetz der Anziehung im vollen Gange. Safe, Meriem. Safe. Eine Stunde rede, auseinandersetze. Aber es ist wichtig, dass wir diese Dinge angehen. Es ist wichtig, dass wir das Thema Staat angehen. Übrigens alle 14 Tage, wer sich dafür interessiert, gebe ich kostenlos Aufsätze raus im Rahmen von sogenannten Newslettern in Form von Videos und so weiter und so fort. Einfach nur unter wissensmanufaktur.net sich anmelden und dann kriegt er die. Die werden für nichts verwandt. Ich bin in der glücklichen Situation, Gott sei Dank, dass ich finanziell die Möglichkeiten habe, so klar zu kommen, dass ich auch ohne Werbung und ohne alles arbeite und wir sind mittlerweile ein unabhängiges Institut und wir haben eine hervorragende Gruppe. Meriem sagt, vor ein paar Jahren saß ich noch da und dachte mir, so safe wird Leon irgendwann auf all die Erkenntnisse kommen, während du noch das Video von Girls und Muckis, aber dann plötzlich dein Treppenhaus-Video in YouTube mitbekommen, war echt erstaunt, dass es so schnell ging. Ja, das ist süß, dass du das sagst, Meriem. Das ist krass, weil ich habe natürlich, das Ding ist, mein Kern hat schon Leute in mein Leben gezogen. Also mein leiblicher Bruder, der war schon zu dem Zeitpunkt mies in der Recherche drin. Und auch einer meiner besten Freunde von damals, mit dem ich auch heute noch Kontakt habe, der Barisch, Digga, schöne Grüße gehen raus an der Stelle, One Love, Bro. Die waren beide schon richtig mies in der Recherche drin und die haben mich oft auch mit diesen Sachen konfrontiert, aber ich war so einer wie viele heutzutage auch, die im Mainstream stattfinden, dass ich mich von diesen Themen nicht beeinflussen lassen wollte, weil ich Materialismus gejagt habe. Ich wollte erfolgreich, ich wollte Geld, ich wollte diese ganzen Sachen. Und dann habe ich gesagt, ey, wenn ich anfange, da einmal reinzugehen, dann werden meine Prioritäten sich eventuell verschieben. So. Und deswegen habe ich das bewusst blockiert. Und ich bin auch teilweise, ich weiß noch, Barisch, mein Bruder, der hat mich damals zum ersten Mal mit 9-11 konfrontiert, im Auto vor meiner Haustür und ich war richtig anti. Ich bin richtig aggressiv geworden, weil ich halt auch mich krass mit Amerika identifiziert habe, so, weil ich natürlich halb auch von da komme und ja, Digga, das war für mich so, wie jetzt, der will mir jetzt erzählen, dass da mehr dahinter steckt als so. Für mich war das ganz normal, wie das in den Medien, Terroristen, bla bla bla, Flugzeug reingeflogen, boom.
Und ich war richtig am Anfang auch einer, deswegen verstehe ich das auch und deswegen appelliere ich auch immer an die Leute, dass wir verstehen, dass wir verschiedene Weltbilder haben und unsere eigene Wahrheit haben und dass es auch erstmal wehtut und dass viele Leute erstmal alles tun werden, damit ihr eigenes Weltbild nicht aus den Fugen gerät, so, weißt du? Alles werden die dafür tun und dagegen arbeiten und das ist oft nicht böse gemeint, die wollen einfach nicht aufwarten, die wollen in ihrer Welt so leben, weil es sich gerade gut anfühlt und weil sie gerade da vielleicht Erfolg haben und ja, einfach weitermachen wollen so und dann nicht darüber nachdenken wollen, was eventuell wirklich passiert auf der Welt und dann kam halt Corona um die Ecke so. Dann kam Corona um die Ecke und das war für mich halt, das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Ich habe von vielen Themen schon gehört, ich habe mich über viele Themen schon beschäftigt, so durch meinen Bruder und durch Freunde so. Und dann kam Corona um die Ecke und das war für mich so das erste Mal, dass es direkt vor meiner Fresse war so. Das war das erste Mal so, war das hier dann so. Und dann dachte ich so, ach du Scheiße, Digga, nee, oder? Und dann habe ich geguckt, so viele Leute machen mit, alle machen mit, die posten, die machen so, Rapper verteilen Masken irgendwo und spielen damit und so, keiner sagt irgendwas und dann dachte ich mir so, nee, Digga, nee, das war so richtig ein innerliches Gefühl, das hätte mich gequält. Hätte ich mich da nicht ins Treppenhaus hingesetzt und hätte gesagt, was ich gesagt habe, hätte es mich innerlich aufgefressen. Ich wäre in einen Krieg mit mir selbst gegangen, so, weißt du, und das wollte ich nicht. Und dann habe ich gesagt, da habe ich die Entscheidung für mich getroffen, scheiß auf alles. Wirklich auf alles, ich habe wirklich auf alles geschissen. Auf alles, was ich mir aufgebaut habe. Auf Geld, auf Sponsoren, auf alles. Ich habe auf alles geschissen, weil Gott zu mir gesprochen hat. Mein Kern, das Göttliche in mir hat gesagt, entweder du machst es jetzt oder du wirst innerlich sterben, so. Weißt du? Und dann habe ich das gemacht, einfach durchgezogen und habe meine Wahrheit gesprochen. Und ohne Rücksicht auf Verluste halt. Und ich sage dir ehrlich, ich bin stolzer denn je. Also ich war da in dem Moment und heute noch im Nachhinein extrem stolz auf mich, weil ich wirklich auf alles geschissen habe und mal Wert auf das Richtige gelegt habe. So. Nicht auf so opportunistisch, okay, was bringt mir Geld, was ist gerade Dings, wie kann ich Reichweite und wie kann ich dies, wie kann ich das. Nein, Digga, ich habe nur auf mein Herz gehört. Ich habe nur das gesagt, was aus mir gesprochen hat. So. Und ja, Bro, ich habe durch dieses Thema halt auf der einen Seite sehr viel verloren, Materialismus und diese ganzen Sachen, aber auf der anderen Seite so viel gelernt, spirituell, also die Verbindung zu Gott ist viel größer geworden. Ich habe angefangen, mich mit Themen auseinanderzusetzen, mit denen ich mich vorher nicht beschäftigt habe. Die Verbindung zu meiner Familie ist größer geworden. Also alles, was daraus gekommen ist, hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. So, ich habe mich viel mehr getraut, ich selbst zu sein, einen Fick darauf zu geben, was andere über mich denken und so. Also viel mehr positive Sachen als negative Sachen. War jetzt ein heftiger Retalk hier an der Stelle, wenn ich das so sagen darf. Meriem hat es gerade in mir ausgelöst. Ich küsse dein Herz. Und Wissenschaftlern mit in unserer Beratung. Und der Dude auch, Andreas Popp. Ihr zwei habt es gerade in mir ausgelöst. Die nicht alle genannt sind, aber die da sind. Und wir arbeiten momentan vor allem auch daran, wie soll es laufen, wenn das System kollabiert? Denn das kann nicht mehr so lange dauern. Und wir spüren es alle im Bauch. Aber wir sollten keine Angst davor haben, denn das ist die Chance für den großen Neuanfang. Das ist der Grund, warum ich zum Beispiel auch in Kanada bin, weil viele sagen zu mir, ja, du verpiss dich jetzt einfach. Nein, das tue ich nicht. Aber ich weiß, dass ich natürlich schon zu der Gruppe gehöre, die aufgrund ihrer Unbeliebtheit auch gewissen Gefährdungen ausgesetzt ist. Das ist mir völlig klar, weil ich war Vorstand, wie gesagt, eines Unternehmens und ich kenne sehr viele Leute aus der Liga und da sind einige, die finden das nicht so toll, was ich sage. Und wenn ich dann in Kanada bin, da habe ich eben halt doch schon meine Ruhe. Und weil ich von dort aus mehr machen kann, vielleicht für mein Land hier, denn ich hänge sehr an meinem Land. Ich bin einer, der zu seinem Vaterland steht. Ich schwör's dir, ist bei mir genauso, Digga. Ob ihr es glaubt oder nicht. Aber ich bin kein Nazi. Ja, das darf man ja nicht mehr in Deutschland. So. Und das ist das, was ich wünsche. Und wenn wir da wieder hinkommen, und damit mache ich wieder ein bisschen Zeit gut, weil eigentlich bin ich damit schon von meiner Kernthese durch. Wer Fragen hat zum Thema auch Kanada oder was, der kann mich auch gerne fragen. Also gar kein Thema, weil es ist eine sehr, sehr spannende Gegend auch, wer sich damit auseinandersetzen möchte. Möchte noch jemand Fragen stellen an dieser Stelle? Ja? Wir haben kein anderes vielleicht, wie sich das oder... Nicht Top G, sondern Pop G, Digga. Haut mal Pop G in den Chat, Alter. Das danach.
Okay, die Frage ist, wie stelle ich mir das danach vor? Da reicht diese 5 Minuten reichen nicht, aber es geht in eine ganz bestimmte Richtung rein. Die Frage ist völlig berechtigt. Das Erste, was wir haben, wir müssen ein paar grundsätzliche Verfassungsfragen klären, die ich als sehr wichtig finde. Ich habe Ihre Frage sehr wohl genommen. Deutschland ist natürlich keine GmbH. Das ist mir zu kurz gesprungen. Das Problem ist, dass auch ein Verschwörungstheoretiker in einer Minute mehr dummes Zeug behaupten kann, als ein Wissenschaftler in seinem Leben widerlegen könnte. Okay, Alter, kleiner Front an uns an der Stelle. Aber nein, Digga, ich weiß genau, was er meint. Ich weiß genau, was er meint. Und viele Sachen, die er gesagt hat, würden Leute auch als Verschwörungstheorien hinstellen, weißt du? Aber da sind halt viele Sachen, die wahr sind. Und deswegen, für mich ist auch Verschwörungstheoretiker was ganz anderes als das, als Leute, die sich hinsetzen und versuchen zu erklären, dass unsere Politik nicht das ist, was sie uns präsentiert zu sein, und auch die Nachrichten nicht das sind, was man denkt, so, weißt du? Es ist schwierig geworden heutzutage. Es ist echt schwierig geworden. Und ja, Mann, Alter, mit diesem Begriff, was würdet ihr denn als Verschwörungstheoretiker bezeichnen? Seid mal ehrlich jetzt, Chat, ne? Jetzt mal ehrlich, so Hand aufs Herz, ne? Würdet ihr sagen, ich bin ein Verschwörungstheoretiker? Jetzt ganz ehrlich so. Bin ich so ein verrückter Verschwörungstheoretiker? Oder habt ihr das Gefühl, dass ich in Realität agiere und versuche, die Wahrheit in der Realität zu finden? Oder denkt ihr, okay, der ist verrückt? Der ist so, der hat den Bezug zur Realität verloren. Auch mal. Und das ist auch ein großes Problem. Das möchte ich auch mal sagen an der Kante. Denn da laufen mir viele, viele suspekte Menschen rum, die ich, mit denen ich nicht unbedingt zu tun haben möchte. Also Deutschland ist erstmal keine GmbH. Ja? Aber darum geht es auch gar nicht. Aber die Frage ist auch, dass diese ganz große Frage, oh, wir brauchen unbedingt eine Verfassung, Verfassung, Verfassung. Okay, jetzt nehmen wir mal an, wir hätten eine Verfassung. Die Amerikaner haben übrigens eine. Und was nützt es ihnen? Also das ist ja alles schön, das ist ein Punkt von vielen, aber wir sollten uns nicht auf solche Dinge festschießen und dann noch eine Reichsregierung und noch so ein Blödsinn. Das bringt uns überhaupt nicht weiter in dem Moment, sondern wir müssen versuchen, strukturiert erstmal überlegen, was wollen wir. Und dazu fängt es an, ich mache mal einen ganz kurzen Schnitt, einmal, wie müsste ein Geldsystem laufen, dass es funktioniert. Und jetzt können wir uns über Goldwährung oder über fließende Gelder im Rahmen von Gesell oder Kreditierung oder was auch immer. Auf jeden Fall erstmal einen Standard haben, finde ich persönlich jetzt. Wenn du mich so fragst, Geldsystem, das sollte auf jeden Fall immer mit irgendwas verbunden sein, dass du nicht aus Luft einfach irgendwas drucken kannst so und sagen kannst, hier, das hat jetzt einen Wert. Also da muss irgendwas hinten dran stehen. Goldstandard war schon die richtige Richtung meiner Meinung nach. Und dann muss man gucken, wer reguliert das ganze Thema, weißt du? Nein, es ist jetzt erstmal dahingestellt. Ich habe da meine Meinung, die ich aber nicht preisgebe, weil die würde jetzt zu weit führen. Das nächste ist eben halt die Eigentumsökonomie, auch sprich das Bodenrecht, was dringend angesprochen werden muss. Für mich ist ein ganz wesentliches Moment, dass ich eigentlich die juristischen Personen abgeschafft haben möchte, auf jeder Form. Kein Staat, keine GmbH, keine AG, nur noch Menschen. Regierungen ja, kein Staat. Es ist ein großer Unterschied, weil der Staat eine juristische Person ist, eine Institution, die im Prinzip herrschaftliche Strukturen hat, die gegen die Demokratie verstoßen, weil, wie gesagt, Tributzahlungen und Steuern sind in der Demokratie verboten, wie übrigens auch kommerzielle Politiker verboten sind. Kein Politiker darf Geld bekommen für seine Arbeit im Rahmen der Demokratie. Das verstößt gegen die Demokratie. Es ist ihnen eine Ehre, für sein Volk zu dienen. Hätten wir diese Grundlage, hätten wir Berlin entvölkert. Der Haram Halal Beat sagt gerade, du stellst ja keine Theorien auf, oder? Fragezeichen. Bro, das Ding ist, ich gehe halt durch die Welt, ich bin sehr wissbegierig, ich ziehe mir viele Dinge rein, so. Weißt du, was ich meine? Aber ich bin auch ein sehr realitätsbezogener Mensch, war ich schon immer, deswegen kann ich mich auch in diesen ganzen Sachen nicht verlieren. Es ist nicht so, dass ich mich da so krass rein manövriere, dass ich den Bezug zur Realität verliere oder auch den Bezug zu meiner eigenen Seele und Happiness und wie ich das Leben lebe, so, weißt du, ich lasse mich von diesen Sachen nicht so weit beeinflussen, dass es einen Effekt auf mein Leben hat, und ich glaube, dass du bei diesen Themen auf jeden Fall auch schon irgendwann an einen Punkt kommst, wo du eventuell zu tief da reingehst und deine ganze Lebensweise und deine Art und Weise und dein Strahlen und dein Menschsein sich davon beeinflussen lassen, und dann würde ich auch sagen, solltest du vielleicht wieder den Fokus ein bisschen mehr auf dich legen, so. So. Bei mir ist es halt einfach so, dass ich auch fühle, dass es ein bisschen auch meine Aufgabe ist, mich mit vielen Themen auseinanderzusetzen, viele Themen mir reinzuziehen, mich mit vielen Themen zu beschäftigen, weil ich neugierig bin, weil ich wahrheitssuchend bin und weil ich auch ein Sprachrohr bin für viele Leute. Und deswegen glaube ich, dass es einen gewissen Teil von meiner Bestimmung auch ist, so. Und deswegen gehe ich dem auch nach. Aber ich bin halt auch sehr spirituell. Ich glaube an Gott, ich glaube an
Also ich bete viel, ich meditiere viel, ich bleibe in meiner Mitte so, ich lasse mich von den Sachen nicht aus der Bahn werfen. Ich bin stark genug, um mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Ich glaube, jeder sollte erstmal den Fokus auf sich selbst legen. Darauf legen, dass er mit sich selbst in Touch ist, dass er eine Verbindung mit sich selbst hat, sein eigenes Leben so gestaltet, wie er es möchte, bevor er sich jetzt den ganzen Tag mit irgendwelchen Themen auseinandersetzt. So, es ist, wie soll ich sagen, schon Drahtseilakt, nenne ich es mal auf jeden Fall so. Ja, ja. Sie haben eine Frage. Ach, Sie sind das. Ja. Er sagt, er ist öfters in der Schweiz. Ja. Okay. Ich fühle mich da sehr wohl. Glaube ich. Beobachte dieses System. Und was sagen Sie jetzt dazu? Ich wiederhole es sofort. Ja, ganz schnell. Was sagen Sie aufgrund dieser Definition Demokratie? Also, wie vergleichen Sie die Schweiz meinetwegen mit der Deutschland? Die Schweiz ist etwas weniger schlecht als Deutschland. Die Frage ist mit der Demokratie, ist die Demokratie in der Schweiz vergleichbar mit der deutschen und wie würde ich die bewerten gegenüber der deutschen? Sie ist weniger schlecht. Noch ganz deutlich. Die Demokratie in der Schweiz ist definitiv etwas weniger schlecht als die deutsche. Führt zwangsläufig aber auch zu dem, was wir gerade in der Schweiz leben. Die Schweiz wird gerade genauso an die Wand gefahren und geschlachtet. Und das tut mir weh. Ausgerechnet die Schweizer, denen ich sehr verbunden bin. Ich habe sehr viel Kontakte zur Ostschweiz. Ich liebe die Schweiz auch schon immer irgendwie. Selbst wo ich mich noch nicht mit der Schweizer Politik auseinandergesetzt habe, wo ich da hingegangen bin, ich habe ein anderes Gefühl gehabt als in Deutschland. Obwohl es der Nachbar ist, schon crazy. Darin sieht man übrigens sehr schön auch, dass es kein Schweizer Volk gibt, sondern Schweizer Völker. Es gibt Italienisch sprechende, Französisch sprechende, wenn wir Genf sehen. Wir sehen die eben halt die deutschsprachigen, die germanischen, helvetischen Abstammungen aus der Ostschweiz und so weiter. Das ist ja ein unglaublich spannendes Moment. Hier geht es letztendlich darum. Das ist voll geil, auch diese verschiedenen Orte in der Schweiz und diese schöne Natur. Und dann hast du da die italienische Schweiz, gibt's Palmen auf einmal. Dann war ich da Bungee-Jumpen, da gibt's so heftige Seen mit blauem Wasser und so. Also, weiß ich nicht, Schweiz mega interessant. Wir führen das Prinzip Teile und Herrsche. Das ist für mich wichtig. Wir müssen erst einmal lernen, dass wieder die Völker zueinander finden, in sich, weil der Ostschweizer mit dem Genfer relativ wenig am Hut hat. Und das ist das große Problem. Und wenn wir uns, nehmen wir mal den Ostschweizer, das ist ein hochspannendes Thema. Dort haben wir noch Bregenz, da sehen wir die, und dann sehen wir noch auf der anderen Seite Lindau, also Deutschland. Wir sehen Deutschland, Österreich, Schweiz. Das ist eigentlich eine ethnische Gruppe. Dort hat man drei Grenzen. Offensichtlich sind die sehr stark als ethnische Gruppe. Was wir übrigens sowieso in Deutschland sehen. Ich habe Respekt vor diesen Stuttgart 21 Gegnern, die das erste Mal, die sitzen den ganzen Tag ganz ruhig und schneiden ihre Hecke und plötzlich drehen sie ab. Und das, ja, und das, finde ich, ja, daran sieht man, ja, das ist ein gutes Zeichen. Das ist so diese Mentalität. Aber man zieht genau. Ist noch nicht komplett gestorben. Dort die Grenze. Stattdessen zieht man die Grenze zwischen Süddeutschland, den Badener und den Schleswig-Holsteiner. Die kommen jetzt plötzlich in ein Land. Müssen sogar noch einen Länderfinanzausgleich machen. Aus Sicht eines Badeners ist ein Schleswig-Holsteiner ein Wikinger. Da hat er überhaupt keine Emotionen zu. Und jetzt werden wir so noch im Rahmen der EU zusammengewuchert. Glauben Sie allen Ernstes, ein Kieler Werftarbeiter geht für seinen entlassenen Kollegen in Athen auf die Straße? Never. Weil so sind wir nicht konzipiert. Meine Zukunft liegt in regionalen Systemen. Naja, da würde ich ihm jetzt leicht widersprechen, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Weil ich glaube, wenn du spirituell auf einer gewissen Ebene unterwegs bist, dann spürst du auf jeden Fall Verbindung auch mit Leuten, die jetzt nicht unmittelbar mit dir zu tun haben. So. Weißt du? Aber ich weiß natürlich, was er meint, dass die Leute in deiner unmittelbaren Umgebung dir eventuell mehr am Herzen liegen. So. Aber eigentlich sollten wir ja ein bisschen, weißt du, wie ich meine? Vielleicht dafür sorgen, dass es der gesamten Welt irgendwie ein bisschen besser geht. Eine Struktur, wie ich sie sehe, ganz klar im regionalen Bereich. Und natürlich auch der Bereich, wie gesagt, des Bedingungslosen. Aber ich glaube auch auf der anderen Seite, wenn wir uns regional zum Beispiel aufbauen würden und regional so unsere Dinge tun und nicht mehr so Europa und alles so groß machen, sondern eher wieder klein machen, dann geht es jedem Einzelnen besser. So, und dann kann man auch besser helfen, weißt du? Habe ich das Gefühl. Weiß ich nicht, aber ich finde das Modell, was er sagt, eigentlich schon sehr interessant. Grundeinkommen, wir müssen Wirtschaft völlig neu definieren. Das ist so ein Begriff, bedingungsloses Grundeinkommen. Die Schweizer Demokratie ist mittlerweile aufgekauft, platt gemacht. Die Schweiz ist aus meiner Sicht
finanziell am Ende. Das hängt damit zusammen, dass sie zwei Banken gehört, Credit Suisse und UBS. Echt, ja? Aber das war damals. Wie sieht's heute aus, Schweizer? Wie schaut das Geldsystem bei euch aus? Läuft alles? Die mehr Staatspapiere gekauft haben, die also im Prinzip in einer Schuldensituation sind, die das fünffache Bruttoinlandsprodukt der gesamten Schweiz ausmacht. Und das ist eigentlich tödlich. Solche dramatischen Zahlen hat nicht mal USA. Das Problem ist ganz einfach nur, es wird hier einfach völlig falsch dargestellt. Und es werden auch Äpfel mit Birnen verglichen. Und vor allem, was wirklich nicht stattfindet, ist Begriffsbestimmungen. Jetzt gehen wir zu weit in Details. Okay, krass. Digga, wisst ihr, wie der aussieht? Der Bro, der sieht aus wie Jordan Peterson, yo. Nicht Jordan Peterson. Der sieht aus wie Dings hier. Piers Morgan, Bro. Digga, der ist doch verwandt mit dem, ja? Sei mal ehrlich jetzt, sieht der so aus wie der oder nicht? Bisschen? Ich guck die Augen, guck mal die Augen. Bro. Digga. Krass, Digga, fühl ich. Ey, das vielleicht ist es Piers Morgan in einem, vielleicht haben die den geklont oder so. Naja, Freunde, ich will jetzt hier nicht vom Thema abkommen. Sehr krasses Video. Fand ich einen sehr geilen Vortrag, Freunde. Schon mal verstoßen. Also 50 Minuten haben wir uns komplett durchgezogen, ohne dass es irgendwo an irgendeiner Stelle langweilig geworden ist. Für mich persönlich jetzt so. Schreibt eure Gedanken gerne dazu in die Kommentare unten rein. Ich werde mal schauen, ob ich den Jutzen irgendwie anhauen kann. Vielleicht kann man mal einen Talk organisieren oder sowas. Ich küsse euer Herz. Liebe geht raus an die ganze YouTube-Community. Eure Gedanken zum Vortrag unten in die Kommentare rein. Ich fand das sehr, 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 sehr spannend. Spannende Geschichte auf jeden Fall. Und ja, Mann, Alter, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Piers Morgan, na, Mann.